Ja, ich habe gehört, in Niedersachsen werden so manche Sachen ein bisschen anders gemacht als hier so in der Gegend. Und da habe ich mich aufgemacht und bin zum Tobi Bayer gefahren, denn der wollte mir mal zeigen, wie man in Niedersachsen einen Truthahn zubereitet. Nicht nur das funktioniert in Niedersachsen anders, auch die Häuser werden etwas anders gebaut. Zumindest teilweise. Kommen wir also zu den Vorbereitungen. Als erstes brauchen wir ein schönes Lagerfeuer und dann einen ordentlich großen Kessel, in den viel Öl reinkommt. Also wirklich viel. Anstrengend. Jeder Tropfen, da wird nichts verschwendet. Insgesamt 35 Liter Öl. Also einen ganzen gelben Müllsack voll. Dann brauchen wir noch die Truthähne. Die sind frisch, die dürfen auf keinen Fall noch irgendwo gefroren sein, denn Wasser im Öl ist ganz gefährlich. Dann brauchen wir noch irgendwas, womit wir den Truthahn reingeben können ins Öl, beziehungsweise wieder rausholen. Und natürlich noch einen Tisch, auf dem die Vögel auseinandergenommen werden können. Zur Zubereitung. Ja, dann sperrt die Lausche auf und genießt. Zwei gleichzeitig, hat aber nie Lust. Ja, schön langsam rein. Der pure Audio-Porn. Ist gerade ein bisschen knapp der Platz. Ich hab euch die ganze Reihe unterstützt. Die Truthähne werden jetzt für 45 Minuten frittiert. Anschließend kommen sie aus dem Fett und müssen noch etwas nachgaren. Das dauert aber noch, man muss noch nachgaren. Ihr wolltet aber das Fett nicht ins Feuer tropfen lassen. Wenn der reinklatscht, dann haben wir kaputte Beine. Es geht noch da. War meiner ist leer. Anschließend werden die Truthähne für 15 Minuten in Alufolie eingewickelt, sodass sie noch etwas nachziehen können, beziehungsweise der Fleischsaft beim Anschneiden nicht gleich ausläuft. Und dann braucht er nur noch filetiert werden. Beziehungsweise man nimmt es tranchiert. Ah, leckere Portion. Und das Ganze einfach serviert mit ein bisschen kaltem Buffet. Kartoffelsalat, Dips, Langosch, übrigens auch im Truthahnfett frittiert, sehr lecker. Und vom Truthahn bleibt natürlich nachher nicht viel übrig. Unheimlich lecker war das Zeug, total saftig, ist eigentlich auch total einfach zuzubereiten. Wichtig ist aber, dass man beim Truthahn frittieren, darauf achtet, dass nichts mit dem Fett passiert. Also kein Wasser rein, man sollte vorher schon eine Löschdecke und irgendwie einen Feuerlöscher dabei haben, denn Wasser in Frittierfett oder auch überhaupt Verbrennung mit heißem Fett, die sind ziemlich unangenehm. Viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit und vielen Dank nochmal an Tobi und seine Familie.